Die Vineter Stadt Barth ist eine kleine Hafenstadt im Landkreis Vorpommern-Rügen. Dort leben unzählige ehrenamtlich tätige Bewohner. Am 16. August fand in Barth zum ersten Mal der Tag der Vereine statt. 14 Vereine präsentierten sich und ihre Projekte auf dem Marktplatz. Nicole Passer, Leiterin Tourismus und Stadtmarketing Barth, hatte innerhalb von 4 Wochen die Ehrenamtsmesse auf die Beine gestellt. Naja, die Stadt Barth, das ist wahrscheinlich vielen gar nicht bekannt, hat bei 8.500 Einwohnern über 80 ehrenamtliche Vereine. Und das finde ich schon sehr erstaunlich. Also, und irgendwie ist es so ein bisschen untergegangen wahrscheinlich in den letzten Jahren, dass wir das mal hervortun können und dieses Ehrenamt einfach mal zeigen für so eine kleine Stadt. Diese Vereinsvielfalt finde ich enorm. Und daher ist dieser erste Tag der Vereine hoffentlich unbedingt nicht der letzte Tag der Vereine. Die Vereine der Vineter Stadt wurden hart durch die Corona-Krise getroffen. Alle geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden. Neue Hygiene- und Sicherheitskonzepte mussten ausgearbeitet werden, damit sich die Vereine wieder treffen konnten. Die Ehrenamtsmesse war für sie die Chance, an die Öffentlichkeit zu treten. Wir sind eigentlich ganz glücklich, dass sich 14 Vereine gefunden haben, gerade auch unsere ganz wichtigen Vereine. Ich sage, wir sind alle wichtig, aber wir haben einen ganz, ganz tollen Karnevalverein, wir haben einen tollen Tonnenbund, wir haben einen sehr, sehr starken Heimatverein, wir haben einen tollen Sportverein, also nicht nur einen, aber viele Sportvereine und einen ganz großen, SV Motor Barth, der ist mit mehreren Abteilungen hier. Wir haben eine tolle Drachenboot-Truppe. Also wir haben es tatsächlich geschafft, so in der kurzen, spontanen Vorbereitungszeit ein gutes Gros an Vereinen hier auf dem Markt zu präsentieren. Besonders die Sportvereine zeigten auf dem Barther Marktplatz ihr Können. Die Barther Baskets zum Beispiel führten sogar ein kleines Basketballspiel durch. Vor der Bühne zeigten die Kinder des SC Star e.V. ihre Budokai-Karate-Übungen. Wir haben keine Turniere, wir haben keine Spiele wie im Fußball, wo man rausgeht. Für mich ist es wichtig, dass ich hier bin, dass Leute kommen können, uns anschauen können, die Kinder anschauen können, dass die Kinder sich zeigen können, was die können. Also ist effektiv für uns. Kinder mit gelben und orangenen Gürteln zeigten ihren Lernfortschritt trotz Corona-Zwangspause. Muradiv Slatic, Vereinsvorsitzender, ist stolz auf das Durchhaltevermögen seiner jungen Talente. Corona-Zeit war natürlich sehr schwer, wie für jeden anderen, der sich mit diesen Sachen betätigt. Wir konnten nicht trainieren. 2 Monate lang durften wir nicht trainieren. Und es war sehr schwer, die Kinder motiviert zu halten, sogar die Jugendlichen und Erwachsenen. Was ich gemacht habe, ist natürlich über WhatsApp habe ich den Videos gemacht, jede Woche einmal, zweimal, und habe den Aufgaben gegeben. Und zu meinem Erstaunen waren einige Kinder danach noch besser als zuvor, weil die hatten sich dann noch mehr motiviert gefühlt und haben das Training dann endlich wirklich vermisst. Und haben sich gebessert und gesteigert. Also, und das hat geklappt bei uns. Vor circa 3 Jahren wurde der Verein in Barth gegründet. Vereinsgründer Muradiv besitzt selbst den schwarzen Gürtel in den Kampfsportarten Budokai Karate, Kickboxen und Modern Fight Sport. Der Verein bietet Training für jedes Alter an, von Budokai Karate zu Kickboxen bis hin zu Gymnastik. Der Tag der Vereine war für die Ehrenamtlichen auch eine Chance, neue Mitglieder zu gewinnen. Mit Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln war es ein Tag zum Feiern.